In Bremerhaven wurde nach 75 Jahren mit der zwischen dem Hauptbahnhof und der Stadtgrenze Langen verkehrenden Linie 2 der Straßenbahnbetrieb am 30. Juli 1982 endgültig eingestellt. Einige der Fahrzeuge wurden in das Hannoversche Straßenbahnmuseum gebracht. Der Wagen 71 aus dem Jahr 1950, welcher ab 1955 auf den Bremerhavener Gleisen fuhr, und der 1957 gebaute Wagen mit der Nummer 79 wurden 2010 von dem Verein Bewahrung der historischen Werte Bremerhavens e.V. zurückgekauft. 2 Jahre später, also 2012, konnte der Wagen 216 erworben werden. Die 3 Fahrzeuge wurden bis zu einer Aufbereitung übergangsweise im Bahnhof Heinschenwalde abgestellt. Wie die Bilder zeigen, ist aus der Aufbereitung nichts geworden. Wenn der Zahn der Zeit an den Dingen nagt, wenn die Natur von Menschen gemachte Dinge zurückerobert, dann ist das ja interessant. Wenn aber mutwillige Zerstörung und Vandalismus vorherrschen, dann ist das einfach nur traurig. Schade um die Straßenbahn.